Heute mal nichts zum Thema Gaming. Heute geht es mal ums Thema Bundesliga. Wer jetzt für Fußball so gar kein Interesse hat, der darf gerne wegschalten, gar kein Problem. Aus Aktualitätsgründen muss ich da mal so ein bisschen mir was von der Seele reden. Heute startet ja wieder die Bundesliga. Aufgrund der Pandemie wird das Ganze ohne Fans stattfinden. Also keine Fans im Stadion und drumherum. Es wird quasi nur gespielt, damit die Vereine die Fernsehgelder einspielen, die Millionen, die sie bekommen. Und das ist halt meines Erachtens so. Aus mehreren Sichtweisen finde ich das schwierig. Denn zu einem Millionen Leute schauen die Bundesliga, also wird es auch ein paar Verrückte geben, die trotz der Pandemie versuchen irgendwie in Stadionnähe zu kommen. Für mich persönlich steht das außer Verhältnis und dass der Verband dann wirklich sagt, ja, wir lassen die Bundesliga jetzt fortführen, finde ich zu einem total fatal. Allein man hat ja in den letzten Wochen gemerkt, wie unbedacht dieses Konzept ist, was die DFL und der DFB da aufgetischt haben. Und da gab es so viele Sicherheitslücken. Ich meine, wer sich damit so ein bisschen auskennt und das in letzter Zeit verfolgt hat, weiß um die Problematik. Ja, und ich persönlich, der seit Jahrzehnten zum Fußball geht, egal ob das jetzt Oberliga, Regionalliga, zweite Liga oder jetzt halt auch Bundesliga war, für den ist es natürlich ganz schlimm, nicht Fußball verfolgen zu können. Ich wäre, wenn jetzt nicht die Pandemie wäre, wäre ich jetzt tatsächlich im Stadion, jetzt genau zu diesem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme. Und dass jetzt der Spielbetrieb fortgeführt wird, bloß damit der Verband die Fernsehgelder einspielt und damit dann auch die Gewinnausschüttung aufgrund der TV-Rechte dann auch bei den Vereinen verteilt wird. Ich finde es echt nicht gut und vor allem für mich persönlich ist es schwierig. Es gibt derzeit wirklich Wichtigeres als Fußball. Ohne Wenn und Aber. Aber für mich ist es halt schwierig, weil Fußball hat, wie man es wahrscheinlich schon erahnen kann, einen großen Stellenwert in meinem Leben. Wer das so nicht unbedingt nachverfolgen kann, der, ich habe auf Twitter habe ich mir da mal so einen Thread angepinnt. Von meinem Verein habe ich da mal so ein, ja, habe ich mal so die letzten 20 Jahre oder beziehungsweise 22 Jahre Revue passieren lassen und der kann dann so ungefähr nachvollziehen, warum ich da so eine sehr emotionale Bindung zu habe, besonders zu meinem Verein. Ich finde es auf gut Deutsch gesagt Kacke, dass die Bundesliga fortgeführt wird. Nicht aus egoistischer Sicht, sondern aufgrund der eben genannten Problematik, dass nur des Geldes wegen jetzt der Spielbetrieb fortgeführt wird. Und dass dadurch eine riesige Wettbewerbsverzerrung vonstatten geht. Mein Verein ist im Abstiegskampf. Wir können jeden Punkt gebrauchen. Keine Frage. Doch, dass der Spielbetrieb generell fortgeführt wird, während andere Ligen in Europa gesagt haben, das ist ein zu hohes Risiko. Wir sagen den Spielbetrieb komplett ab. Steht für mich in keinem Verhältnis, weil gerade die Bundesliga, ja, die ist einer der wichtigsten und reichsten und geldgenerierendsten Ligen in Europa. Und ich finde das. Also, ich habe mich auf Twitter in den letzten Wochen so darüber aufgeregt. Ich finde es echt nicht gerechtfertigt, dass der Spielbetrieb fortgeführt wird. Von mir aus, sagt den Spielbetrieb ab. Von mir aus Zwangsabstieg für meinen Verein, auch wenn ich das aus finanzieller Sicht nicht wünsche. Aber es wäre das Beste für alle. Aber der DFL und die DFB, die sagen, ja, wir müssen das fortführen. Da sind Verträge, die sind da, das müssen wir eben halt aufrechthalten. Nur das Sicherheitskonzept und die Hygienevorschriften. Es sind durch den ganzen Betreuerstab, durch Kamerateams, es werden hunderte Leute im Stadion sein, trotzdem, auch wenn Pandemie ist. Und das ist so ein hohes Sicherheitsrisiko. Und vor allem man muss schon fast sagen, Idiotie, dass Kamera- und Fernsehleute nicht auf Corona getestet werden, sondern nur die sportlichen Leute eben halt so
Trainer, Spieler, Betreuer, die werden eben halt getestet, aber alle anderen drumherum, die Berichterstattung machen und Leute, die eben halt von den TV-Teams da sind. Da sagt das Sicherheitskonzept nicht, dass die getestet werden sollen, auch wenn die unmittelbar eben halt am Spielort sind. Also, eine Logik sehe ich da nicht, aber es wird alles nur wegen des Geldes gemacht und von daher, ich werde natürlich meinem Verein die Daumen drücken, auch wenn es nächstes Jahr, egal welche Liga, ob das jetzt erste Liga, zweite Liga ist oder auch wenn alle Vereine pleite gehen und alle neu in der Bezirksliga anfangen müssen, ist mir sowas von egal. Ich kenne das, wenn Vereine auf Asche spielen. Von daher, Fußball ist ein großer also ist ein großer Teil von meinem Leben und mir ist es egal, wann, sofern die Pandemie irgendwann vorbei ist, egal in welcher Liga ich wieder am Stadion oder am Sportplatz stehe, sofern es das Geld zulässt, werde ich da auch natürlich wieder dabei sein. Nur, mich macht es so wütend, dass der Spielbetrieb fortgeführt wird. Deswegen dieses Video jetzt. Eigentlich soll es hier auf meinem Kanal eher so um Gaming gehen, aber ich musste das jetzt mal loswerden, weil ich wüsste nicht, auf welcher Plattform ich mich da so jetzt mal äußern könnte, weil Fußball hat mir auch geholfen, oft in depressiven Phasen so ein bisschen meinen Kopf unter Kontrolle zu bekommen, weil egal wo das Spiel war, ich bin schon tausende Kilometer für ein Fußballspiel gefahren und Fußball hat wirklich einen großen Stellenwert in meinem Leben und ja, ich freue mich wieder in der Kurve stehen zu können. Ich freue mich wieder irgendwie mit Leuten Frust und Jubel teilen zu können. Nur derzeit ist das alles für'n Arsch. Aber das soll es jetzt gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder über andere Themen hier auf diesem Kanal geht. Ciao.